Freunde, einen guten Abend kann ich nicht wünschen, denn es ist ein für mich beschissener Abend. Ich habe die Schnauze so dermaßen voll, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe auch langsam auch überhaupt gar keine Lust mehr, hier meine Worte abzuwägen und was kannst du sagen, was darfst du nicht sagen, was ist politisch korrekt, was scheiß drauf, ganz im Ernst. Ich will sagen, was ich denke. Und ich werde sagen, was ich denke, und ich werde darüber berichten, was ich fühle und empfinde. Ich habe heute in den letzten Tagen bereits schon von diesem Beitrag in dem sogenannten Kindersender Kika erfahren, in dem eine Liebesromanze zwischen einer 16-jährigen Minderjährigen und einem augenscheinlich 27-jährigen syrischen Flüchtling beworben wurde. Und ich kann euch nur sagen, nochmal, ich habe so dermaßen die Schnauze voll, was in diesem Land passiert, was in diesem Land seitens der Politik, seitens der Medien, seitens des Fernsehens gefördert wird und in unser aller Köpfe hineingepflanzt werden soll. Ich sage euch ganz klar und deutlich, man muss diese Sache wirklich wie einen Kriminalfall betrachten. Und in diesem Kriminalfall gibt es für mich drei Beschuldigte, die widerwärtig, niederträchtig und für mich auch kriminell gehandelt haben. Das ist zum einen der von unseren Gebühren bezahlte Sender Kika, der diesen Schund überhaupt erst ausgestrahlt hat. Dann sind es meiner Ansicht nach auch die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten, die überhaupt zulassen und tolerieren, dass ihre 16-jährige Tochter mit einem erwachsenen Mann zusammen ist, sich von dem sonst was vorschreiben lässt. Und dann ist zu guter bzw. schlechter Letzt der letzte Beschuldigte, der meines Erachtens nach erwachsene syrische Flüchtling, der in dieser Doku bereits nach kurzer Zeit preisgibt, wie er sich die Beziehung und auch die Zukunft mit dieser minderjährigen Frau, mit diesem Mädchen vorstellt. Und zwar sagt er, dass er also nicht möchte, dass seine Freundin in Zukunft noch lange Röcke trägt. Er möchte nicht, dass sie andere Jungs umarmt. Und er möchte sie natürlich so schnell wie möglich heiraten, damit sie dann absolut seins ist. Und ich habe ein paar klare Worte für diesen weltoffenen und modernen syrischen Flüchtling. Zum einen kann ich dir sagen, du bist für mich kein Flüchtling, denn du hast bereits mehrere sichere Länder durchquert, um hier zu uns zu kommen. Zum zweiten hast du bereits deine gesamte Familie auch hierhin geholt. Auch das missbillige ich, denn ihr alle werdet in Syrien gebraucht. Denn in Syrien herrscht mittlerweile kein Krieg mehr und ihr könnt dort das Land wieder aufbauen und auch eure Landsleute unterstützen. Und wenn du nur ein Fünkchen Ehre im Leib hättest, würdest du das auch tun. Du würdest nach Hause gehen, dein Land aufbauen oder gegen etwaige Aggressoren oder religiöse Fanatiker kämpfen. Das tust du aber nicht. Denn du bist hier und versuchst hier einem jungen Mädchen deine altertümlichen, rückständigen Ansichten beizubringen, die für mich einfach nur ein so dummes Gefasel sind. Vor Hunderten von Jahren waren wir vielleicht auch schon mal so weit zurück, wie du es heute bist, aber wir leben in Deutschland und Deutschland ist und bleibt ein christlich geprägtes, fortschrittliches und modernes Land. Und diese Ansichten und diese Kultur und dieses rückständige Denken, was du mittlerweile hier auch mit Hilfe unseres deutschen Fernsehens propagierst,
ist hier nicht erwünscht. Zumindest für mich nicht und für viele andere, die genauso denken wie ich. Ja, ich habe euch schon eingangs gesagt, dass es heute ein sehr schlechter Tag für mich war. Ich war heute nämlich mit Freunden von mir in einem Tierheim, wo wir Futter hingebracht haben, was wir für dieses Tierheim gespendet haben. Und dort wurde uns ein Einzelschicksal eines Hundes berichtet. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ein wundervolles Tier, was verletzt wurde, kaputtgeschlagen wurde, wo die Pfote bis heute steif ist, wo die Knochen gebrochen wurden, wo der Gehörgang so voller Blut saß und auch noch sitzt, dass das Gehör nicht richtig funktioniert. Und jetzt ratet mal, von wem dieser Hund vom Veterinäramt weggeholt wurde, und zwar von einem syrischen bzw. irakischen Flüchtling. Man weiß ja selbst überhaupt nicht, wo diese Leute überhaupt herkommen. Dieser Mann, Mitte 30, hat dieses Tier so dermaßen gequält, misshandelt und verletzt, dass es mittlerweile noch mehrere Operationen vor sich hat und auch schon mehrere Operationen hinter sich hat. Und ich kann euch nur sagen, mich kotzen solche Leute so dermaßen an, die mit ihrem Selbstverständnis Menschen sowie Tiere einfach nur widerwärtig behandeln. Und wir leben immer noch in einem freien Land, in dem ich meine freie Meinung äußern darf. Und dieses Verhalten von diesen sogenannten Invasoren, die meinen, sich alles nehmen zu können, sich benehmen zu können, wie sie wollen, dieses dahingehend zeigen, indem sie Frauen begrapschen, indem sie eine große Fresse hier haben, indem sie Leute unterdrücken, indem sie mit Pulks durch unsere Städte laufen und einfach nur rumlungern oder andere Leute belästigen, diese Leute kotzen mich einfach nur noch an. Und ich sage euch, mir ist es vollkommen egal, ob ich für diese Aussagen gemocht oder gehasst werde oder ob ich ein Rechtspopulist bin oder sonst irgendwas. Für mich reicht es langsam. Ich habe die Schnauze absolut voll. Diese politische Korrektheit, dass man in diesem Land nicht mehr sagen darf, was man denkt und was man fühlt, ist für mich ein für alle Mal passé, gibt es nicht mehr. Und ich kann euch noch eins sagen. Bevor dieses ganze Flüchtlingsdrama über unser Land hereingebrochen ist, also vor 2015, da war ich schon der Meinung, dass unsere Großstädte schon da dem Nahen Osten geähnelt haben. Und schon da gab es meiner Ansicht nach viel zu viele von diesen jungen Typen, die überhaupt nicht hier hingehören, die kriminell sind, die rumlungern, die nicht arbeiten. Und ich sage euch nochmal ganz deutlich, ich möchte diese Leute hier nicht haben. Und was nach 2015 dann auch über uns hereingebrochen ist, möchte ich hier ebenso wenig haben. Und es gibt nur eine Lösung für dieses gesamte gesellschaftliche Problem. Und das sieht so aus, dass man all diese Menschen wieder nach Hause schicken muss. Denn dort passen sie hin mit ihrer Kultur, mit ihrem Bildungsstand, mit ihrer sonstigen Art und Weise, die Dinge zu sehen. Ich kann für mich nur sagen, ich möchte das Land zurück, in dem ich groß geworden bin und dem unsere Kinder noch eine Zukunft hatten. Und wo wir schon dabei sind, aller schlechten Dinge sind drei. Dann ging heute noch durch den Äther und durch die Medien, dass das, ich weiß nicht, Familienministerium oder das Bundesamt für Migration oder wie auch immer diese furchtbaren Behörden heißen, furchtbare Behörden dahingehend, weil sie natürlich für alle Fremden da sind, aber natürlich nicht in erster Linie für uns Einheimische, aber nichtdestotrotz ein kurzer Einwurf.
Ja, man berät mittlerweile jetzt schon bzw. plant, dass ja ab März der Familiennachzug wieder auf vollen Touren angekurbelt werden soll bzw. stattfinden soll. Und ich beziehe mich jetzt auch gerade auf das, was ich vor wenigen Sekunden noch gesagt habe. Das ist Deutschlands Zukunft. Anstelle, und das ist unsere letzte Möglichkeit, das Ruder hier noch rumzureißen, anstelle, dass wir endlich dafür Sorge tragen, dass diese Menschen, die meines Erachtens nach und die ja auch aufgrund statistischer Erhebungen zu circa 97% gar keine Flüchtlinge sind, sondern reine Wirtschaftsasylanten, anstelle dafür Sorge zu tragen, dass alle diese Menschen endlich wieder in ihre Heimat zurückkehren, sorgen wir dafür, dass noch mehr von ihnen in unser Land kommen dürfen und uns genau das alles bringen, worüber ich mich hier schon den ganzen Beitrag aufgeregt habe. Wie soll ich diesen Videobeitrag schließen? Es reicht. 10 Ausrufungszeichen.